Markus, glaube ich, du bist eher so der klassische Trachtenträger. Ich habe natürlich hier ein absolut tolles Teilchen. Ein Pure Cashmere. Dunkelgrün, passt schön zu allen Lederhosen oder halt auch wenn du Jeans oder Stoffhosen trägst. Und ich finde, grün ist einfach, ja, basic. Lila Schuhe hast, dann könnte man hier noch so einen kleinen Eyecatcher reinmachen, je nachdem. Ist halt witzig, weißes Hemd drunter. Mhm. Schöne Jacke, kannst du zur Jeans anziehen, kariertes Hemd drunter, weißes Hemd. Schön, ja. Und wenn du möchtest, könnte ich dir hier noch ein Geweih applizieren hinten. Okay. Das ist up to you, wenn du sagst, nee, du möchtest das lieber ein bisschen basic, ein bisschen klassisch haben, lassen wir es so. Machen hier nochmal die Ärmel ein Tick kürzer, lass mal es anfangen. Dass das auch wirklich top passt, dann ist der Pur fertig. Das Thema Männertracht möchte ich einfach noch ein bisschen erklären, ein bisschen ausholen. Ich habe jetzt hier die angefertigte Kaschmirjacke für den Markus. Da haben wir im Vorfeld einfach Maß genommen. Ich zeige euch kurz meine Tabelle. Ich habe hier eine große Farbauswahl an Kaschmir- und Samtstoffen. Da hat sich Markus dann für das dunkelgrüne klassische Kaschmir entschieden. Ich habe es jetzt soweit fertig gemacht. Ich brauchte von Markus ein paar Maße, also sprich den Brustumfang, die Taillenumfang, Armlänge, Schulter etc. Und habe daraus jetzt für ihn das Teilchen gefertigt. Wir hatten heute das erste Fitting. Es sind noch kleine Sachen zu bearbeiten, sprich die Ärmellänge. Aber das ist alles überhaupt kein Thema. Was bei mir ganz groß geschrieben wird, das ist die Auswahl der Männerwesten. Also das habe ich gemerkt, dass da einfach ein Trend ist. Ich habe viele, viele Paare, die einfach es toll finden, wenn sich der Stoff von dem Dirndl bei den Westen einfach wiederholt. Jetzt ist das hier so ein ganz klassischer Fall. Das ist ein Brokatstoff, den wir anbieten. Daraus haben wir natürlich die Dirndl gemacht. Und der Mann wollte einfach jetzt diesen Brokatstoff nochmal in seiner Weste haben und hat sich dann dazu das passende Frontteil ausgesucht. Ich finde es super klasse, gefällt mir außerordentlich gut. Jetzt wird die Jacke fertig gemacht, also sprich, wir machen noch die Ärmel für den Markus. Wir nähen die Knöpfe an, ich habe ihm die gezeigt, er hat sich also für diese traditionelle größere, für diesen traditionellen Knopf entschieden. Es wird jetzt dann noch fertig gemacht. Man sieht bei dieser Jacke auch ganz schön, dass der genau in diesem klassischen grünen Seidenton eingepaspelt ist. Auch hinten die Falte, auch ganz typisch, auch das hier, ganz typisch fürs Trachtenjackett. Und als Hingucker kriegt er noch das kleine lila Einstecktuch. Und als Abschluss, weil soll ja auch ein bisschen trendig sein, jetzt nicht so super klassisch, bekommt er, wie jetzt hier auf meiner grauen Jacke, bekommt die Jacke auch noch mein Logo in Nieten drauf appliziert. Dann hat das einfach nochmal so einen kleinen 3D-Effekt da hinten. Ja, jetzt reden wir mal über das Thema Kosten. Meine Westen kosten eigentlich alle gleich. Die liegen bei 189 Euro. Egal, ob die Weste jetzt vorgefertigt hier in den Standardgrößen bei mir hängt oder ob ich das nach Maß mache. Ich habe also auch schon öfters gehabt, dass dann hier vorne sich der Kunde noch seine Initialen einsticken lässt. Das mache ich einfach aufs Haus. Ich finde, das sind so kleine Sachen, die kosten jetzt nicht die Welt, aber der Kunde kommt wieder, weil er einfach begeistert ist, dass man einfach die Sachen für ihn personalisiert. Und ich finde es einfach auch total schön. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare. Und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.